Hoher Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ebendorf. Auf Einladung von Ortsbürgermeister Behrens will sich Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht vom Fortgang der aktuellen Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus überzeugen. Eine aktuelle Sicherheitsstudie hatte Mängel am Feuerwehrgebäude in Ebendorf festgestellt und die Gemeinde hat die geforderten 60.000 Euro in den Haushalt eingestellt, um diese Mängel abzustellen. Das ist der diengerechte Ausbau des Feuerwehrgerätehauses, das heißt diese Trennung von dem Gerätehaus selber und den Umzug- oder Umkleidemöglichkeiten. Das ist an sich der wichtigste Aspekt. Das ist auch eine Frage der Unfallverhütungsvorschrift der Feuerwehr, dass eben beim Umziehen die Kameraden nicht durch die heulenden Fahrzeuge oder ähnliches dann gestört werden. Der Bau kommt gut voran und der Minister zeigt sich zufrieden. Ja, das ist eine gute Sache, weil wir hinterher auch die Möglichkeit haben, dass die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden vernünftig untergebracht sind. Im Augenblick müssen sie sich da Männlein und Weiblein nicht getrennt in der Fahrzeughalle umziehen. Und ich sage immer, unsere Kameraden müssen die besten Möglichkeiten haben. Schließlich sind sie im Ehrenamt für uns tätig und das wird richtig gut. Nur um hoffen, dass das im September fertig wird, dass, wenn es dann auch kühl ist da drin, die dann auch endlich mal im Warmen sich umziehen können. Zum Schluss noch das obligatorische Foto und wenn nichts dazwischen kommt, wird im Herbst Einweihung gefeiert.